Willkommen, Freunde, zur wahrscheinlich letzten Folge in der Arktis. Und wie ihr seht, haben wir alles gefunden bei der Forschung beim letzten Mal. Beide Bonusspiele, alle drei goldenen Steine in dieser Welt. Und jetzt wollen wir uns noch mal den Endboss widmen. Und das ist... Ein Golem! Ein Eisgolem! Mit dem wunderhübschen Namen Eisberg. Ach, ein netter Name. Netter Name. Und Tobi ist auch wieder dabei. Ja. Hat schon noch nicht zu Wort gemeldet. Aber wollen wir mal. Ja. Der ist ja auch fies, der läuft jetzt auch zu Fuß, der Golem, ne? Der läuft zu Fuß und der ist gar nicht mal so langsam. Toll. Das wird natürlich dann tricky. Du machst den Eisberg wütend. Los geht's. Na, der ist nicht so gesprächig, gefällt. Genau, der labert nicht so viel wie die anderen. Da geht's ja gleich auf Spielsatz Sieg und der fährt ja schon los. Ja, der fährt schon los. Das ist das Unfair. Das ist ja und der unfair. Hat die ganze Zeit diese Stacheln hinter sich. Haha, ist ja fies. Ja. Das heißt, wenn du dagegen fährst, hast du auch ein fettes Problem, ne? Ja, das hab ich dann. Oh, das ist ja richtig gemein. Das heißt, du solltest dich eigentlich schön am Rand der Strecke mal aufhalten. Ja. Heieiei. Aber den kann man wieder verwunden mit Items? Nein. Ah, toll. Der Typ hat einfach einen Riesenvorsprung. Ja. Und irgendwie wird er auch nicht wirklich kleiner. Nee. Hab ich so das Gefühl. In dem Rennen ist es so, dass du die ganze Zeit diesen dummen Dingern ausweichen musst. Ja. Irgendwann gibt es eine Chance, dir zu überholen und deswegen habe ich auch richtig Bammel eigentlich von dem Rennen. Das ist das Härteste ist überhaupt. Ja. Ja, das sieht irgendwie so aus, vor allem weil du überhaupt keinen Vorteil hast. Na gut, du kommst ein bisschen ran, glaube ich jetzt, aber du hast ja echt überhaupt keinen Vorteil. Du brauchst ja schon den Motor. Ja. Schöne ist, der läuft seine Kurven immer recht groß. Ist ja recht glitschig. Ja, wenn er so aus Eis ja, ist. Ja, ich habe aber Ja, na super. Nein, das hat nicht gezählt! Was? Du bist übers Tor rübergeflogen, Abi. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das kann ich gleich neu starten. Oh, so ein Dreck. Gibt's ja gar nicht. So, ich komm da rausgeschossen. Natürlich genau der Richtige. Und treffe natürlich genau den Zapfen. Ja, genau den Richtigen vor allem. Los geht's, wir noch so mit den Fingern machen. Ja. Zwei Runden musst du fahren. Na gut, das geht ja noch. Dass der Eisgeil 2 Sekunden Vorsprung hat. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Schon echt mies. Ja. Ja. Ah, jetzt kürzt er ab da. Das geht. Ach, ist ja geil. Ja, das ist mir gerade so aufgefallen, als wir da eben rumgefahren sind. Ist ja pfiffig. Und jetzt bin ich vorne. Ja. Aber wahrscheinlich das ist ein nicht kleiner lange, Vorteil, jetzt hast du so blöden Eiszapfen schnell. Nicht mehr. Oh, das ist natürlich jetzt ganz gut. Wenn du einmal vorne bist, dann ist natürlich etwas genau, leichter. Da das ist ja cool da, die eine Stelle. Das ist ja echt praktisch. Ist mir gerade eben in der ersten Runde, als wir eben gefahren sind, aufgefallen. Ja. Und die jetzt gleich mal ausgenutzt. Ja, pfiffig. Oh, dadurch der Abstand hast wird du auch größer, noch Vorsprung. Weil ich nicht die ganze Zeit deinen doofen Stacheln ausweichen muss. Ja. Ja gut, und in der zweiten Runde nimmst du auch nochmal die Abkürzung, dann hast du natürlich sehr schönen Vorsprung. Oh, diese Eislöcher dazwischen sind natürlich echt tricky, ja. Ja, fies. Wann so lang ist dieses Rennen gar nicht? Wir sind jetzt schon durch, die erste Runde. Stimmt, da ist ja Start und Ziel. Das geht ja. Das geht wirklich. Ja gut. Ja, wenn du dann noch einmal schön die Abkürzung da und zack, zack, ne? Dann sollte sie das eigentlich nach Hause bringen können. Weil er hat jetzt nicht wirklich aufgeholt. So wirklich viel schneller ist er nicht. Yeah. So. Sollten wir eigentlich in der Tasche haben. Ja. Der läuft ja schön außen rum. Na gut, es ist, kann immer noch irgendein Fahrfehler oder so passieren. Das, ja, wir kennen mich ja inzwischen. Ja. Wissen, wie das im Moment funktioniert. Aber das sieht ja eigentlich sehr souverän aus bislang.
Vielleicht solltest du lieber auf Nummer sicher fahren, wenn dann die Eislöcher kommen. Ach nee, du schaffst das schon. Du machst das, du packst das. Ich bin den ganzen Berg gerade eigentlich runtergerollt. Bin ich aufs Gas getreten. Ist halt sicherer, ja. Und der hat ja trotzdem kaum aufgeholt. Ja, na gut, so viel, du bist da rangekommen, aber nicht viel. Ja. Dadurch, und das war auch schon das fast geschafft. Ja, und da ist das Ziel. Ja! Glückwunsch! Na, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat ja im ersten Versuch geklappt. Genau. Ich bin keine vier Runden. Nee, du bist keine vier Runden. Er nimmt die Abkürzung jetzt nicht mehr. Brauche jetzt nicht mehr, er schlittert da jetzt wieder so rum wie sonst was. Aber guckst du dir mal einer an, wie schnell er ist. Ist er plötzlich viel schneller und jetzt rennt er dir noch gleich hinein, ne? Ich weiß gar nicht, macht der nicht schon, einfach überholt. Der macht die nur eine erste Runde. Echt, macht die nur eine erste Runde? Ja. Kann sein. Ach so. Böse. Eisberg wollte so gerne gegen Rocket Racer fahren. Und jetzt darf Eisberg gar nicht. Warum macht ihr nichts aus, Eisberg? Ich finde, du bist ganz toll gefahren. Und es gibt immer ein nächstes Mal. Vor allem gefahren. Naja. Mein Keimball wirklich. Eisberg ist toller Fahrer. Ja, ganz toll. Du hättest es fast geschafft. Hippie! Eisberg, toller Fahrer. Danke, Gameboy. Toller Eisberg. Das ist sogar noch ein Geschenk für uns. Buddelt er jetzt aus. Eisberg gibt Gameboy Geschenk. Findet ganz tolle Räder für kleine Auto. Eisberg, nix brauchen Räder. Aber helfen Gameboy, okay? Wow, danke, Herr Eis. Kein Problem. Tschüss! Gut gemacht, mein Freund. Was für ein Rennen. Und jetzt hast du auch noch die Superreifen von Eisberg. Damit hast du viel bessere Haftung und kannst die Kurven leichter nehmen. Komm jetzt zurück nach Sandy Bay. Yay! Das war gerade nicht vorgespult, dieses Hüpfen. Der hüpft einfach so automatisch. Gute Arbeit, mein Freund. Du hast diese Welt geschafft. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Von dort aus kannst du in die anderen Lego-Welten, nicht anderen Sektoren, reisen. Und Sandy Bay. Yay, ein Porter nach Sandy Bay. Blub. Blub. Ich bin da gerade schon eingefahren. Möchtest du nach Sandy Bay zurück? Du hast mir gerade gesagt, ich soll dahin zurückgehen. Ja, will ich. Beziehungsweise musst du. Muss ich. Ja, mein Auto. So, und jetzt haben wir plötzlich noch 10 FPS. Dein Flügel wird über 20. Ja, muss ich erstmal wieder in die große Insel gehen. Wand. Richtig, vielleicht schaffen wir es jetzt ja mal, irgendwann einen Tornado zu finden, ne? Ja, pass auf, dann werde ich die Höhle. Ach, Quatsch. Höhlen werden über den Höhlen. Ja, eigentlich schon. So, vor allem solche kleinen. Wenn ich mich recht erinnere, war das irgendwo an einem Strand. Am Strand? Na gut, am Strand sind wir auch noch nie so viel lang gefahren, nee, oder? Nee, nicht wirklich. Wir sind ja eigentlich meistens über die Berge gerauscht. Ja, also die Chance, dass es am Strand ist, ist ja sogar recht hoch. Naja. Mit deinem Kastenwagen wirst du da schon irgendwie rausfinden. Da liegt ja auch aber nur Wasser. Ja. Ja, hier ist es jedenfalls nicht. Zeigt dir schon wieder das nächste Tor an der Pfeil, oder? Das letzte sogar. Na, da sind aber dann noch 8 goldene Steine irgendwo, ne? Vielleicht weiß Tobi ja noch, wo wir lang müssen. Nee, das war das. Ah.
Kommt man da vielleicht noch diesen Bogen drauf? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ah. Der fiese Tornado, der wandert wahrscheinlich. Genau, der wandert immer so von dir weg, dass du ihn nicht kriegst. Was ist denn? Hm. Und weil wir hätten perfekt Zeit. Ah, da ist er. Ah! Fahren wir schnell rein, denn wir haben wirklich noch 5 Minuten für diese Folge. Iceberg war ja zum Glück. Na gut, das schaffen wir noch. Ich glaube, ich steuer wieder. Hi, wie geht's dort? Geh immer noch das kommt mir sehr gut. Kein Problem. Der Dienstgeschäftsfahrer scheint immer noch total im Stress zu sein. Alter, was gibt's denn jetzt tun? Leuten. Ein Taxi braucht... Ja, ein Taxi braucht. Wir sind auf der Karte markiert. Lass uns euch noch ausschauen, nach dem Helden. Da bin ich an einen Rand fährt, ja. Steigt er ein und sagt mir, wo er hin muss. Der sagt dir, wo es lang geht. Nur nach hinten zu bringen. Zum Hintergrund. Verstehe. Die Karte, die du... Hier, ich glaube, ich zeig dir eine längende Zielmarkierung, wo die hinfahren müssen. Ach ja, vergiss nicht, du kannst immer eine Person geben. Also mach dich auf die Socken. Ein bisschen was springen, denn so geht's ja auch nicht. Rückhaltet hast du, ja. Zurück hin. Der ist nicht eingestiegen. Du müsstest den erstmal einsammeln, den Doc, oder? So. Der sagte doch, die steigen automatisch ein. Der Insel bitte, gelb. Ja, eigentlich schon. Warum ne? ist er eigentlich wieder hier? Hm. Und warum haben wir wieder ein anderes Auto? Fuck. Ja, das ist das Auto, was wir letztes Mal auch hatten. Das ist das coole Taxi-Auto. Und boom, du hast den Doc verloren. Ich finde das wunderschön, wie die dann wegfliegen. Und vor allem, wenn die stehen bleiben. Du musst die wieder... Vor allem nur der fliegt raus, du nicht. Ja, wissen wir. Zum Glück läuft in der Zeit deine Zeit nicht. Das ist natürlich ganz praktisch. Ah, das ist natürlich wieder recht schön, weil direkt da steht ja schon der nächste. Aber diesmal musste 5 Leute abliefern. Das wird natürlich ein bisschen fieser. Ja. Aber das sollte auch machbar sein. Trotz des kleinen Unfalls. Danke, ja, bitteschön. Das ist der nächste. Hier soll doch einer stehen. Ja, irgendwo da soll einer sein, ne? Ach, da. Ja, das soll gerne mal den Transporter im Westen der Insel, den kannst du nicht finden. Wir wollen übrigens zu den gleichen Zielen. Ja, stimmt, die wollen zu den gleichen Zielen. Also im Prinzip können wir dieselben 3 erstmal mitnehmen wie beim ersten Mal. Allerdings brauchen wir dann noch 2 obwohl, weitere. Obwohl, ich überlege dann den Captain nicht mitzunehmen. Denn der hat ja so ein Ziel so weit weg. Ja, das stimmt. Blöd ist, den da hinzufahren. Ich wette, wenn du an dem vorbeifährst, springt er automatisch ins Auto. Gleich weiter. Meinen Captain nicht mit, der steht ja hier. Ja. Den lässt er also mal links liegen sozusagen oder rechts in dem Fall. Ich hab einen von den beiden da hinten. Ja. Der zuerst kommt, mal zuerst. Wo ist er denn da unten? Bist natürlich wieder den komplizierten Weg gefahren. So. Kannst du mich zum Hey, kannst du mich zum Strand am Westende der Insel bringen? Oh, na, toll. Da kommst du doch gerade her. Supi. Da fällt die Feuer mehr. Die uns übrigens die Menschen rausschlägt. Die Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr mobbt dich auch. Also die auf Sandy Bay, keiner will, ne? Du hast ja immerhin gegen den Feuerwehrmann gewonnen beim Auto. Keine so Gefühle. Hey! Ja, danke Gameboy. Tschüss. Ja, das sind ja alle, ne? Der Polizist ist auch sauer auf dich bestimmt und so. Ja. So, du hast nur 1 Minute 42 oder 40 für 2 Leute noch. Also, das wird natürlich schon ein bisschen knapp. Aber solltest du hoffentlich schaffen. Jetzt wird's knapp. Nicht ins Wasser.
Du fährst natürlich auch die komplizierten Wege, ne? Da hättest du auch einfach die Brücke nehmen können. Harry, ich muss zum Strand im Norden. Bitte, Gamer. Ja, die wollen ja alle quer über die ganze Insel, ja. Ist ja Wahnsinn. Oh, es wird aber echt knapp. Ja, wird natürlich ein... Kommt drauf an, wo der Letzte von da oben dann hin will. Ja, das ist auch der, den ich ja mitnehme, hast du schon recht. Ui, so. Hier hat man natürlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Andere wäre auch schon gar nicht mehr möglich. Oh, das war knapp. Ein wenig Glück braucht man ja auch mal. Ein Stoppschild mitten am Strand, herrlich. Ja, aber so mitten am Strand ist das ein bisschen lustig. Da oben? Haus, mein Haus. Blub. So, den zur Straßenbaustelle. Geht. Für den habe ich jetzt 40 Sekunden Zeit. Und er muss nicht sehen, so weit weg. Ist. Ach, das geht. Das geht. Auf jeden Fall. Das sollte ja machbar sein. Sag mir jetzt nicht. Außer jetzt kommt gleich noch irgendwer, der dich umfährt, oder du fährst da in diese Röhre rein. Nein! Du schaffst es. Du schaffst es. Ah, du fährst ja echt Wege da. Ja, sicher. Ja, wir haben es geschafft. Gut gemacht. Hey. Ich bin ja dann mal. Kein Problem. Spaß gemacht. Denn die mussten überall woanders hin und jetzt haben sie schon. Sie finden das. Ja. Such dir ein. Wenn du es Rocket Messer und wir nehmen Schild. Was? Warum ein Schild? Den anderen schon drei haben. Noch Motor. Aber Schild ist doch nicht so wichtig, oder? Ja, Schild ist schon wichtig. Außerdem gibt es bei Rocket Messer auch noch zwei. Ja, na gut, das kann man dann natürlich machen. Aber jetzt beenden wir erstmal. Trotzdem, schneller Motor jetzt ist noch Highlight. Beenden wir erstmal erst eine Folge. Warum immer ich jetzt hier stehe, weiß ich nicht. Ja. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.